Willkommen! Alle Lernende erreichen. Bedienungshilfen am iPad. Heute Fontgröße anpassen. Video 4. Ich heiße Alicia Bankhofer und ich mache diese Videoserie zusammen mit Laura George aus England. Warum ist es notwendig? Na, Menschen mit Legasthenie tun sich wirklich schwer, wenn die Schriftart oder die Schriftgröße nicht gut lesbar ist. Daher sollen wir darauf achten, dass wir gut lesbare Fonts verwenden ohne Serif, dass die Fontgröße mindestens 12 bis 14 groß ist, einfaches Design, kurze Sätze und nicht so viel Text in Großbuchstaben. Wie kann man am iPad arbeiten? Bei den Einstellungen, Bedienungshilfen und Anzeige und Textgröße finden wir folgende Optionen. Finden wir fetter Text. Wenn wir es aktivieren, macht es der Text fetter. Bei größer Text können wir die Größe einstellen. Entweder ganz groß oder ganz klein, je nachdem. Und wir können auch Tastenformen einstellen, sprich, wenn wir es aktivieren, wenn wir hier sehen, alles, was klickbar ist, wird unterstrichen. Das ist ein weiterer Indiz oder eine weitere Hilfe. Wenn wir es wieder weggeben, merkt man, dass das Wort nicht mehr unterstrichen ist. Bei Ein- und Ausbeschriftungen wird einfach auf 0 und 1 bei den Reglern angezeigt. Beim Lesen vom Text im Browser ist es sehr gut, wenn wir uns daran gewöhnen, bei der Adresszeile, die zwei A's, sehen wir die Möglichkeit, größer oder kleiner zu machen. Hier machen wir zum Beispiel größer auf 150% oder 175%. Und da können wir uns wirklich vorstellen, dass wenn man sich schwer tut beim Lesen, ist es einfach leichter, diese Einstellung dauerhaft einzustellen zum Beispiel. Wie sieht es aus mit den Büchern? In der App Bücher am iPad können wir E-Books lesen. Und hier sehen wir das Beispiel, dass es nicht so ganz gut ist. Daher werden wir das ändern. Wir werden die Schriftart ändern. Wir machen es ein bisschen größer. Wiederum bei den A und A. Hier benutzen wir die Schrift CeraVec ohne Serif. Und wir ändern auch sogar die Hintergrundfarbe. Bei Roland Sich können wir es aussuchen, ob wir scrollen wollen oder nicht beim Lesen. Das war schon. Besuchen Sie bitte diese Seite, wenn Sie mehr wissen wollen über Accessibility oder über Bedienungshilfen am iPad. Vielen Dank!